Also heute geht es immer noch um Bindegewebe und zwar um die verschiedenen Bindegewebsformen. Ja, wir haben bisher über die Komponenten gesprochen, über die Zellen, über die Fasern und über die Grundsubstanz. In jedem Bindegewebe müssen nämlich diese drei Komponenten drinnen sein und das Verhältnis von diesen drei Komponenten bestimmt dann den Typ des Bindegewebes. Ja? Und man spricht über echte Bindegewebe, über dieses Thema werden wir jetzt sprechen, aber wir können oder manche Bücher unterscheiden, sogenannte flüssige Bindegewebe, dazu gehört eigentlich das Blut auch, weil wenn wir das überlegen, gibt es im Blut ebenfalls Zellen, die Blutzellen in eine Flüssigkeit eingebettet, also in Grundsubstanz eingebettet und Fasern gibt es auch, allerdings nur nach Blutgerinnung, aber das Fibrin wäre eigentlich die Faserkomponente des Blutes oder Lymphe ähnlich. Und zu dieser großen Grundgewebegruppe gehört auch das Stützgewebe. Und über Knorpel werden wir am Mittwoch sprechen und über Knochen nächste Woche. Ja? Also heute geht es um diese echten Bindegewebsformen. Und ich beginne mit diesem Schema, das dann zeigen sollte, dass ich eigentlich schon gesagt habe, dass wir immer diese drei Komponenten haben, also Zellen, Fasern, Grundsubstanz, aber nicht in gleicher Menge. Und es gibt solche Bindegewebsarten, wo zum Beispiel die Zellen überwiegen. Ja? Und diese werden zellreiche Bindegewebsformen genannt, wo natürlich auch Fasern und Grundsubstanz vorkommen, aber in kleineren Menge. Und wir werden dann systematisch die zu dieser Gruppe gehörenden Gewebe besprechen. Dann gibt es auch solche Bindegewebsarten, wo die Fasern überwiegen und funktionell die Fasern am wichtigsten sind, obwohl auch Zellen und Grundsubstanz zu finden sind im Gewebe. Und da sind die faserreichen Bindegewebe. Und dann gibt es natürlich die dritte Form, wenn die Grundsubstanz überwiegt. Und ja, hier unterscheiden wir nur zwei Formen. Und am Ende der Vorlesung werden wir auch über diese Form sprechen. Ja, und was ich noch betonen möchte, dass die Grenze nicht immer scharf ist zwischen diesen Formen. Bei lockerem Bindegewebe zum Beispiel sehen Sie, es gibt auch eine zellreiche Form vom lockeren Bindegewebe und auch eine faserreiche Form. Also das ist auch wichtig zu betonen, dass es Übergangsformen auch gibt. Ja, aber fangen wir mit dieser Gruppe an, mit den zellreichen Bindegeweben. Und gleich hier werde ich jetzt über die Fettzellen sprechen, weil über diese Zellen wir bisher noch nicht gesprochen haben. Und Fettzellen bilden die wichtigste Komponente des Fettgewebes. Und zwar sprechen wir zuerst über das weiße Fettgewebe. Das ist, was Sie auch eher kennen können. Also das ist auf diesem Bild auch sichtbar. Unter der Haut zum Beispiel kommt dieses Fettgewebe vor, makroskopisch gelblich, sieht das Gewebe aus, weißlich-gelblich, daher der Name weißes Fett, im Gegensatz zum braunen Fett, das kommt auch noch. Ja, also auf diesem histologischen Bild hier, das ist mit Hämatoxylin-Eosin gefärbt und kommt aus der Haut. Ja, das Epithel der Haut kennen Sie schon. Und wenn wir dann unter dem Epithel in das Bindegewebe hinuntergehen, und zwar ganz tief, dort finden wir das Unterhautfett. Und wenn wir den Bereich vergrößern, dann werden wir sehen, wie dieses Fettgewebe aufgebaut ist. Wir sehen hauptsächlich Zellen. Das sind diese ganz großen ovalen oder runden Zellen mit einem Durchmesser von ungefähr 50 bis 100 Mikrometer. Das sind die Fettzellen, die sogenannten Adipozyten. Und sie bleiben relativ ungefärbt mit dieser Färbung, weil das Fett meistens bei der Anfertigung der Schnitte einfach sich auslöst, weil wir sehr viele organische Lösungsmittel gebrauchen, die dann das Fett auflösen.
Ja, also die meisten Fetzeln sind leer eigentlich, die wir auch in unseren Schnitten sehen. Und was sehr typisch ist, dass der Zellkern immer zum Rand der Zelle gedrückt ist, weil die Zelle eigentlich aus einer ganz großen Fetttropfen besteht. Und deshalb sagen wir, dass die Zellen so eine Form wie Siegerringe haben. Es gibt natürlich aber auch einige Phasen hier, aber diese Phasen, diese sind eigentlich retikuläre Phasen in diesem Fall. Und das ist eigentlich die Basalmembran, die fibroretikuläre Schicht der Basalmembran, die um jede Fettzelle herum zu finden ist. Ja, also das ist auch wichtig, dass jede einzelne Fettzelle mit Basalmembran umgeben ist und diese enthält retikuläre Phasen. Und die Menge der Grundsubstanz kann man eigentlich vernachlässigen. Dieses Schema zeigt, wie dieser große Fetttropfen entsteht. Und links sehen Sie ein elektronenmikroskopisches Bild dazu. Ja, also das ist auch, deshalb sind die Zellen auch univakuoläre Fettzellen genannt, weil sie einen einzigen Fetttropfen, Lipidtropfen enthalten, die aus der Fusion von mehreren kleineren Tropfen entstehen. Und wenn wir schematisch noch diesen Fetttropfen untersuchen, dann sehen wir eine Phospholipidschicht drumherum, die eigentlich keine normale Membran ist, eher eine Phospholipidschicht, in die einige Proteinmoleküle auch aber eingelagert sind, wie zum Beispiel das sogenannte Perilipin, das eigentlich die Lipasenaktivität hemmt, also sorgt dafür, dass das Fett im Tropfen bleibt. Oder auch Vimentin möchte ich noch erwähnen, das ist ein Intermediärfilament, also gehört zum Zytoskelett. Und das wäre wichtig, dass dieser Fetttropfen seine Form halten kann, also ist um den Tropfen herum zu finden. Wichtig ist noch, dass Fett, also diese Zellen, Östrogen und Leptine produzieren können. Also das sind Hormone, also Fettgewebe produziert Hormone, das auch eine klinische Relevanz hat. Wo kommt also das Fettgewebe vor? Wir haben das Unterhautfett gesehen und das gehört zum Speicherfett. Ja, man unterscheidet nämlich zwischen zwei Formen, funktionell zwischen zwei Formen von Fettgewebe, zwischen Speicherfett und Strukturfett. Also Speicherfett ist, was wir leider häufig unter der Haut haben, leider häufig in größeren Mengen. Und da oder bei Männern sehr häufig im Bauchbereich, auch in der Bauchhöhle, in den Bauchfellstrukturen. Aber was eigentlich normalerweise die Funktion von diesem Speicherfett ist, dass sie Energie speichert. Ja? Also das kennen Sie, glaube ich, also vom Fett kann ATP synthetisiert werden. Und das ist auch hormonell übrigens reguliert. Darüber lernen Sie später in der Physiologie. Und außerdem ist es ein sehr guter Wärmeisolator. Also wenn jemand mehr Fett hat, dann kann er sich besser vor Kälte schützen. Aber wir haben an bestimmten Stellen ein sogenanntes Baufett oder Strukturfett. Hier sehen Sie einige Beispiele dafür. Und dieses Fett verschwindet nicht, wenn man abnimmt, nur bei extremer Abmagerung. Und sowas haben zum Beispiel die kleinen Kinder in den Wangen. Das wird Corpus adiposum bucti genannt, beim Saugen hilft das. Oder das Auge wird auch mit Fettgewebe umgeben in der Augenhöhle. Das ist natürlich ein wichtiger Schutz für das Auge. Oder ähnlicherweise gibt es um die Nieren herum eine fettige Kapsel. Und auch auf der Fußsohle oder um das Herz herum. Also es gibt auch solche Stellen, wo nicht die Energiesynthese ist wichtig, sondern der Schutz der Organe. Einige klinische Bezüge. Ja, ich habe erwähnt, dass die Fettzellen auch Hormone produzieren können. Leptin ist zum Beispiel ein Hormon, das im Hypothalamus, also im
im höchsten Zentrum des vegetativen Nervensystems den Appetit vermindert. Also man untersucht, man macht Untersuchungen, dass bei fetten Menschen vielleicht im Hintergrund ein Mangel an diesem Hormon vorliegt. Oder Östrogene werden auch im Fett produziert. Sie haben wahrscheinlich über diese Anorexia nervosa gehört, Magersucht, das heißt, wenn jemand fast gar kein Fett hat. Und diese Frauen haben keine Menstruationsblutung, weil kein Östrogen einfach zur Verfügung steht. Oder Lipome, das sind gutartige Tumore der Fettzellen. Aber es können auch bösartige Tumore von Fettzellen ausgehen, das sind die sogenannten Liposarkome. Dann nächstes Gewebe, braunes Fettgewebe, das ist die andere Form von Fettgewebe, gehört auch natürlich zu zahlreichen Bindegeweben. Der Unterschied ist hier, wie auch der Name sagt, einmal makroskopisch gemeint, dass es eine bräunliche Farbe hat, weil diese Zellen reich an Zytochromen sind. Zytochromen sind Moleküle, die bei der terminalen Oxidation die Elektronen liefern. Und hier geht es nämlich um eine andere Funktion von Fett. Das werde ich gleich noch erwähnen, was das ist. Aber zuerst die Morphologie der Zellen. Sie sehen hier rechts oben eine HE-Färbung mit Fettzellen und links daneben schematisch eine braune Fettzelle. Und Sie sehen hier, dass dass diese Zellen kleiner sind als die weißen Fettzellen. Ja, Durchmesser ungefähr 50 oder Mikrometer oder kleiner sind die Zellen. Und das Zytoplasma enthält mehrere kleinere Fetttropfen. Deshalb sagen wir für die Zellen, dass sie plurivakuolier sind, also mehrere Vakuolen, mehrere Lipidtropfen sind in den Zellen zu finden. Und sie haben eine eosinophile Färbung, das Zytoplasma, weil neben den Fetttropfen auch zahlreiche Mitochondrien in den Zellen zu finden sind, die die Energie für die Funktion der Zellen liefern. Ja, und der Kern ist, es ist auch noch wichtig, ist in der Mitte der Zelle zu finden, also nicht zum Rand gedrückt. Also diese mehreren kleineren Lipidtropfen halten den Kern in der Mitte. Was ist die Funktion dieser Zellen? Also allerdings nicht die ATP-Synthese, weil also aus dem Fett, das haben Sie vielleicht in Biochemie gelernt oder werden Sie später, dass aus Fett, also aus Lipiden, nicht nur Energie gewonnen werden kann, sondern kann die Fettsäureoxidation in Wärmeproduktion übergehen. Und das passiert hier. Also diese Zellen sind fähig, Wärme zu produzieren. Das wird auch zitterfreie Thermogenese genannt. Ja, normalerweise, wenn es uns kalt ist, dann zittern wir. Das ist auch gut für Wärmeproduktion, aber diese Zellen können auch Wärme herstellen. Und dann, was noch sehr wichtig ist, ist dieses Gewebe sehr stark kapillarisiert. Und die Kapillaren haben die Funktion, diese Wärme aufzunehmen und auf den ganzen Körper zu verteilen. Und das wird auch durch das vegetative Nervensystem gesteuert. Darüber lernen Sie in der Physiologie mehr. Wo kommt dieses Fettgewebe vor? Hauptsächlich kommt das braune Fett bei Neugeborenen vor. Das sehen Sie auf diesen Bildern hier zwischen den zwei Scapula-Bereichen oder in der Achselhöhle oder im Thoraxbereich, um die Nieren herum. Ja, also das sind die typischen Stellen. Und warum bei Neugeborenen? Weil Neugeborene eigentlich noch nicht, sich nicht zittern können. Ja? Einfach sind sie dazu noch nicht fähig. Aber sie brauchen Wärme, weil bei ihnen die Körperoberfläche im Verhältnis zum Gewicht, Körpergewicht sehr groß ist. Also sie können sich sehr schnell auskühlen und sie brauchen einen Mechanismus, der sie schützt, und das ist das braune Fettgewebe.
Das hier ist eine sogenannte Bettuntersuchung gemachtes Bild, das dann zeigt, dass braune Fett im Thoraxbereich hauptsächlich zu finden ist. Also das ist ein Querschnitt vom Thoraxbereich. Hier sehen Sie die zwei Lungen, vorne Herz. Und was leuchtet, ist braunes Fett. Aber diese Bereiche muss man von Tumorzellen unterscheiden. Ja, Tumorzellen leuchten nämlich auch ähnlich mit dieser Untersuchung. Und die Winterschläfer haben natürlich auch viel Fettgewebe. Ja, während dem Schlaf sollten sie sich auch nicht auskühlen. Was noch für die Prüfung relevant ist, ist, wie man Fett anfärben kann, weil mit HE kann man das nicht. Ja, und darüber haben wir gesprochen, dass wenn man Routinepräparate macht mit Mikrotom, mit Einbettung, dann braucht man viele organische Lösungsmittel, zum Beispiel Lösungsmittel von Paraffin, die alle das Fett auflösen. Also wenn man Fett nachweisen möchte, dann muss man ein sogenanntes Gefriermikroton benutzen. Also die Präparate werden tiefgefroren und dann mit einem Gefriermikroton geschnitten und so kann man diese Lösungsmittel sparen. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten für die Färbung. Einmal kann man mit Farbstoffen wie der sogenannte Sudan oder Scharlachrot die Präparate anfärben. Es geht um solche Farbstoffe, die fettlöslich sind, aber auch im Wasser sich lösen. Und der Farbstoff ist eine wässrige Lösung eigentlich, aber sie lösen sich besser in Lipiden. Also wenn man Lipide dazu gibt, dann diffundieren diese Moleküle in die ölige Faser, also in das Fettgewebe. Und das ist die sogenannte physikalische Methode. Sie kennen vielleicht schon, in Ungarn isst man häufig Gulasch. Das ist eine Suppe, die alles enthält, also Fleisch, Kartoffel, Gemüse, alles. Und mit Paprika macht man das häufig. Und Paprika ist eigentlich auch ein Farbstoff für das Fett. Ja, so wo Sie diese rote Farbe von Paprika sehen, dort ist Fettgewebe, ja, weil diese Speise ist relativ fettreich. Ja, aber bevor wir noch mehr Appetit haben, gehen wir weiter. Die chemische Methode wäre die zweite Möglichkeit. Das macht man mit Osmiumtetroxid. Mit Osmium kann man nämlich auch Lipide sichtbar machen, weil es sich in Lipiden löst und wird zum Osmium reduziert und dann haben wir letztendlich eine schwarze Farbe. Wir werden später auch solche Präparate haben. Ja, aber weiter geht's jetzt zum nächsten zellreichen Bindegewebe. Das wird das retikuläre Bindegewebe sein. Ja? Wir haben über retikuläre Fasern schon gesprochen letztes Mal, aber was ist das retikuläre Bindegewebe? Was verstehen wir darunter? Links sehen Sie eine rasterelektronenmikroskopische Aufnahme, die zeigt, dass dieses Gewebe ein Netzwerk eigentlich ist, also eine netzwerkähnliche Struktur entsteht. Wie entsteht das? Das zeige ich auf diesem Schema. Das ist was Sie jetzt auf dem Bild sehen, ist eine modifizierte Kapillare in der Milz, die mit retikulären Zellen und retikulären Fasern umgeben ist. Retikulumzelle ist nämlich eine der Komponenten des retikulären Bindegewebes. Retikulumzellen sind, wie auf diesem Schema sichtbar ist, sind fortsatzreiche Zellen, die die Aufgabe haben, die retikulären Fasern umzuhüllen. Ja, sehen Sie, durch ihre Fortsätze werden diese rosarot markierten Fasern, die
Darüber haben wir letztes Mal gesagt, dass diese retikulären Phasen immer so ein Netz bilden. Und dieses Netz wird komplett durch die Retikulumzellen umhüllt. Ja? In einem Querschnitt würde das so aussehen. Ja? In der Mitte wäre das jetzt eine retikuläre Phase im Querschnitt. Wenn Sie sich erinnern, bestehen diese Phasen aus Kollagen 3 Fibrillen und das wird komplett durch die Vorsitze der Retikulumzellen umgeben. Ja, also das heißt, dass in diesem Gewebe die Retikulumzellen eigentlich die Phasen bilden. Die Phasen werden aber in den Extrazellulärraum abgegeben und die Vorsitze der Zellen umschließen diese Phasen. Und es gibt ein bisschen Grundsubstanz auch, aber ist nicht wichtig jetzt. Und warum ist das so? Weil diese Fasern eigentlich, wenn sie frei vorhanden wären, dann würden sie Blutgerinnung auslösen. Weil dieses Gewebe in solchen Organen vorkommt, wo viele häufig Blutzellen zu finden sind. Ich zeige auf der nächsten Folie das Vorkommen dieses Gewebes. Also immer in solchen Geweben, wo viele mobile Zellen zu finden sind, die einen Halt brauchen, ein Gerüst brauchen. Und es geht um Leukozyten oder Blutzellen häufig. Und unsere Präparate, wo Sie dieses Gewebe sehen werden, unsere Präparate stammen aus dem Lymphknoten, aber so ein Gewebe kommt auch in der Milz vor oder in anderen lymphatischen Organen oder auch im Knochenmark. Das sind die typischen Stellen, wo viele Blutzellen und oder weiße Blutzellen vorkommen. Ja, was ich jetzt zeige, ist ein Lymphknoten. So sieht ein Lymphknoten aus. Sie, alle diese dunklen Bereiche entsprechen den Lymphozyten. Ja, Lymphozyten sind so sehen so aus wie Mondstücke, wie kleine Mondstücke. Also man sieht eigentlich jetzt das retikuläre Bindegewebe gar nicht, weil diese zahlreichen Lymphozyten in dieses Netz einfach verdecken, ja, wie auch Fische in einem Fischnetz. Ja, man sieht das Netz nicht, solange man die Fische drinnen hat. Aber wenn man die Fische enthält, rausschüttet und wenn wir auch hier die Lymphozyten entfernen, dann sehen wir schon, wie dieses Gewebe aussieht. Ja, man muss aus dem Lymphknoten zuerst mit physiologischer Salzlösung die Lymphozyten entfernen und dann werden mit stärkerer Vergrößerung die Zellen, die Retikulumzellen sichtbar. Ja, also vom retikulären Bindegewebe sehen wir jetzt diese fortsatzreichen Retikulumzellen. Die Phasen sind nicht sichtbar, weil sie ganz umhüllt sind durch die Fortsätze der Zellen. Und da sind übrigens noch die Lymphozyten, die kleinen, runden, basophilen Zellen, die in den Maschen von diesem Netzwerk sitzen. Man konnte nämlich nicht alle diese Lymphozyten auswaschen. Und das Präparat ist mit Pasch gefärbt. Ja? Darüber sprechen wir später noch, weil Pasch da haben wir eigentlich darüber schon gesprochen, dass diese Pasch-Reaktion die retikulären Phasen sehr gut hervorhebt und anfärbt. Ja, die nächste Form von zahlreichen Bindegewebe werden wir jetzt ausführlich nicht besprechen, das sogenannte spinozelluläre Bindegewebe, das ist eine spezielle Form von Bindegeweben, die wir im nächsten Semester bei den weiblichen Geschlechtsorganen lernen werden, weil, wie Sie das auf diesen Bildern sehen, kommt dieses Gewebe typisch im Ovar oder im Uterus vor. Es geht darum, dass spezielle fibrozytenähnliche spindelförmigen Zellen eigentlich in großer Zahl in diesem Gewebe vorkommen, mit etwas retikulären Phasen und Grundsubstanz. Aber in diesem Semester müssen Sie ausführlich über dieses Gewebe nichts wissen.
Areoläres Bindegewebe möchte ich noch vorstellen. Das ist eine besondere Form eigentlich von dem lockeren Bindegewebe, eine besonders zahlreiche Form vom lockeren Bindegewebe. Was ist das? Wo kommt das vor? Hier unten sehen Sie ein Schema, was das sogenannte Mesenterium ist oder Bauchfellduplikatur. Ja, das werden Sie auch nächstes Semester lernen, dass in der Bauchhöhle die Mehrheit der Darmabschnitte komplett mit dem Bauchfell umgeben ist und das Bauchfell erreicht das Organ von der hinteren Bauchwand kommend mit Hilfe eines Bauchfellligamentes. Das ist eine Doppelschicht von Bauchfell, wird Mesenterium genannt. Das ist eigentlich eine Struktur, die Sie bei Mesoter schon besprochen haben. Ja? Oberflächlich findet man nämlich immer Mesoter in diesen serösen Häuten, auch im Mesenterium. Aber zwischen den zwei Mesoterschichten, wo es hier gelb markiert ist, finden wir dieses areoläre Bindegewebe, das besonders fettreich ist. Sehen Sie hier auf diesem Bild, ist es auch sichtbar. Das ist der Darm, so peripher. Und das hier in der Mitte ist dieses sogenannte Mesenterium oder Gekröse auf Deutsch. Und auf der Oberfläche sieht man diese glänzende Mesoterschicht, aber die gelbe Farbe des Fettgewebes ist durch das Mesoter auch sichtbar. Und wenn wir einen Schnitt darüber machen, dann werden wir diese ganz großen roten Fettzellen hier sehr gut in diesem Gewebe finden, weil das jetzt mit Scharlachrot gefärbt ist und sehr schön die Fettzellen dann hervorspringen. Aber in diesem Gewebe gibt es nicht nur Fettzellen, sondern auch andere Bindegewebszellen, wie zum Beispiel Fibrozyten oder Mastzellen oder Leukozyten, also weiße Blutzellen oder Makrophagen auch. Und Makrophagen bilden hier Gruppen und diese Gruppen sind auch makroskopisch sichtbar. Diese werden Milchflecken auch genannt, weil sie makroskopisch eine weiße Farbe haben. Warum heißt es Areole? Was bedeutet das? Areola bedeutet kleiner Platz, weil im Gewebe natürlich auch Fasern vorkommen, und zwar hauptsächlich elastische Fasern, die hier ein Netz bilden und ein lockeres Netz bilden. Und diese Zwischenräume werden Areolen genannt und dort kommen die Zellen vor. Die Menge der Grundsubstanz kann man wieder also die Grundsubstanz kann man wieder vernachlässigen in diesem Fall. Nächste Form von zahlreichen Bindegeweben ist das Wundgewebe oder Granulationsgewebe. Das ist auch kein Prüfungsschnitt. Ja, areoläres Bindegewebe und dieses Gewebe, Granulationsgewebe, sind keine Prüfungsschnitte, aber hier möchte ich auch doch dieses Gewebe beschreiben, weil das eigentlich die Vorstufe vom Narbengewebe ist. Das Gewebe sieht man nämlich nach Verletzungen der Haut oder anderen Körperbereiche. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Wunde quasi. Und Wunde ist also, wenn das Epithel und das darunter liegende Bindegewebe zugrunde geht und das muss dann ersetzt werden. Und was passiert? Es entsteht zuerst ein sogenanntes Wundgewebe, Granulationsgewebe, das viele Zellen enthält. Fibroblasten zum Beispiel in großer Menge, die dann natürlich die zugrunde gegangenen Bindegewebsfasern, hauptsächlich Kollagenfasern, produzieren müssen. Oder auch andere, und auch die Grundsubstanz wird natürlich durch diese Zellen hergestellt. Oder spezielle Form von Fibroblasten, Myofibroblasten. Ja, Myo weist auf Kontraktion hin. Also diese Zellen sind kontraktionsfähig und sorgen dafür, dass die Wunden nicht so weit klaffen. Oder
Fibrozyten gibt es natürlich auch im Gewebe. Ich möchte aber noch die weißen Blutzellen betonen, also die Granulozyten, die Makrophagen, die immer bei der Immunabwehr eine wichtige Rolle spielen. Und bei einer Wunde muss man häufig Bakterien auch bekämpfen und Gewebetrümmer entfernen. Ja, also dieses Gewebe tritt nach einer Wunde auf und enthält deshalb auch häufig Erythrozyten frei. Also nicht im Gefäß, sondern frei im Gewebe. Das ist eine Blutung quasi, was Sie hier sehen. Oder sehr, sehr viele kleine Kapillaren. Ja, Kapillaren enthalten nämlich die Mesenchymzellen in der Wand. Ja, darüber sprechen wir später bei den Gefäßen, dass die Mesenchymzellen, die in der Wand der Kapillaren, die sogenannten Perizyten, dann zu allen diesen oder fast allen, also zur unständigen Bindegewebszellen sich differenzieren können und deshalb auch wichtig sind. Ja, und die Kapillare sind durchlässig. Das kennen Sie auch eigentlich von Erfahrung, was Schorf ist. Ja, das ist eigentlich ein Exudat aus einem aus einem Blutgefäß, also Blutkapillaren, das dann sich trocknet mit der Zeit und diese überzieht dann die Wunde, solange die Narbe noch nicht entstanden ist. Ja, und wir gehen gleich jetzt weiter zum Narbengewebe. Also das ist die zweite Phase der Wundheilung, wenn das Narbengewebe schon gebildet oder vorhanden ist. Ja, Narbengewebe gehört aber schon zu den faserreichen Bindegewebsformen. Sie haben bestimmt irgendwo auf der Haut eine Narbe. Ja, hier sehen Sie einmal auf der Bauchwand oder hier über den Mund eine Narbe. Also das ist quasi die späte Phase der Wundheilung und besteht hauptsächlich aus Kollagenfaser. Das zeige ich hier auf diesem histologischen Bild. Dieses Bild kommt aus der Haut und ich habe mit dieser gestrichelten Linie die Grenze zwischen der gesunden Haut und dem Narbengewebe. Wie auch hier wäre das auf dem Bild markiert, weil es ganz anders aussieht. Wenn wir die beiden Bereiche miteinander vergleichen, sehen wir, dass in einer gesunden Haut zum Beispiel Drüsen immer vorkommen, elastische Fasern in großer Menge vorkommen. Die Färbung des Präparates ist jetzt O10. Erinnern Sie sich, O10 kann die elastischen Fasern gut sichtbar machen. Oder Haare gibt es in der gesunden Haut. Und im Gegensatz dazu gibt es im Narbengewebe fast nur Kollagenfasern, was die Fasern betrifft. Und die Fasern werden natürlich durch Fibroblasten produziert, also mit stärkerer Vergrößerung werden wir die Fibroblasten auch sehen. Aber es gibt keine elastischen Fasern, keine Melanozyten, die die Hautfarbe geben. Und diese beiden Sachen stehen im Hintergrund von der Farbe der Narben. Ja, die Narben sind immer weiß, ja, weil sie nicht mehr pigmentiert sind und auch deshalb, weil die Kollagenfasern immer auch weiß sind. Und es fehlen auch die Drüsen übrigens und die Haare auch, wenn Sie eine Narbe gründlich untersuchen, werden Sie sehen, dass sie keine Haare mehr enthalten. Dieses Bild habe ich schon bei den Kollagenfasern gezeigt und bei den Fibroblasten, Fibrozyten. Das ist auch das Narbengewebe mit stärkerer Vergrößerung und diesmal mit HI gefärbt. Und Sie sehen dann sowohl die Fibrozyten und Sie können diese mit Fibroblasten vergleichen. Wenn Sie sich erinnern, wir haben gesagt, dass die Fibroblasten immer ein dunkles Zytoplasma haben, weil sie aktive Zellen sind. Diese produzieren die Kollagenfasern und auch die Grundsubstanzmoleküle. Aber in diesem Gewebe überwiegen die Kollagenfasern. Das sind diese eosinophilen Fasern, die Sie hier sehen. Und stellenweise sind die Fibroblasten Myofibroblasten wieder. Das ist auch für die Narbe typisch. Ja, Narben werden mit der Zeit
kleiner, weil die Myofibroblasten die Narben zusammenziehen. Aber sie müssen die Myofibroblasten von den Fibroblasten nicht unterscheiden. Also dazu sind unsere Präparate nicht gut genug. Und wenn aber die Fibroblasten zu fleißig sind und zu viele Fasern herstellen, dann kommt es zu Keloiden. Ja? Das ist natürlich auch nicht das Ziel. Weiter geht es mit den faserreichen Bindegewebsformen. Und das nächste Bindegewebe ist eigentlich auch sehr, sehr häufig vorkommendes Gewebe, das sogenannte straffe, parallelfaserige Bindegewebe. Ja? Straffes Bindegewebe kann nämlich in zwei Formen unterteilt werden, in das parallelfaserige und in das geflechtartige Bindegewebe, je nachdem, wie die Kollagenfasern geordnet sind. Und ja, logischerweise, wenn die Fasern parallel zueinander verlaufen, wie hier Sie das sehen, dann spricht man über das parallelfaserige straffe Bindegewebe, wo also die Kollagenfasern überwiegen und dicke Faserbündel bilden. Und die Zellen sind immer zwischen den benachbarten Fasern zu sehen. Und in diesem Gewebe sieht man vor allem Fibrozyten, ja, weil ja, Fibroblasten können auch natürlich vorkommen, wenn mehr Fasern produziert werden müssen, aber in unseren Präparaten sehen wir die Fibrozyten. Wo kommt das Gewebe vor? Also diese parallelfaserige Form. Typisch in Sehnen und in Bänder, ja, der Gelenke. Diese haben Sie in Cäcilia teilweise schon gesehen, diese Strukturen. Oder, ja, etwas noch. Also es gibt eine solche Form vom straffen parallelfaserigen Bindegewebe, wo nicht nur Kollagenfasern, sondern auch elastische Fasern vorkommen. In speziellen Ligamenten zum Beispiel, wie in den Ligamenta flava, die zwischen den Wirbelbögen zu finden sind, oder im Ligamentum nuchae. Sie werden bei der Wirbelsäule später diese Bänder im Sezisal lernen. Die andere Form vom straffen Bindegewebe wird straffes geflechtartiges Bindegewebe genannt, weil hier die Kollagenfasern, wie der Name sagt, geflechtartig geordnet sind. Und sowas kommt zum Beispiel in der Haut. Und dieser geflechtartige Verlauf sichert dann die Zugfestigkeit in verschiedenen Richtungen. Und weil die Fasern sich häufig überkreuzen, werden wir sie in einem Präparat nicht nur im Längsschnitt, sondern auch häufig im Querschnitt sehen. Und in Querschnitten sehen wir die Runde, die werden die Kerne, die Zellkerne der Fibrozyten rund erscheinen. Im Längsschnitt sind sie immer so schön stabförmig. Ja? Fibrozyten sind typisch, die Kerne der Fibrozyten sind typisch stabförmig. Wo kommt außerdem noch, wo kommt dieses geflechtartige Gewebe vor? Also Haut, das haben wir eigentlich schon erwähnt, aber hier können auch elastische Fasern vorkommen in der Lederhaut. So gemischt mit Kollagenfasern und elastischen Fasern sind natürlich für die Dehnbarkeit wichtig. Und mit dem Alter nimmt leider die Menge der Fasern ab und das führt zu diesen Falten. Aber nicht nur in der Haut kommt das vor, sondern sehr häufig in Organkapseln. Ja? Um die Organe herum gibt es häufig Bindegewebskapseln, die aus diesem Gewebe bestehen. Und aus dieser Kapsel reichen Septen in das Innere des Organs rein. Und in diesem Semester werden wir beim Knochen und Knorpel und Nervengewebe auch lernen, dass diese Strukturen auch mit bindegewebiger Schicht umgeben sind. Periost zum Beispiel ist die Knochenhaut, umgibt die Knochen oder Perichondrium die Knorpel. Und beim Nervengewebe und beim Muskelgewebe werden wir ähnliche bindegewebige Strukturen lernen, die ebenfalls aus diesem Bindegewebe bestehen. Allerdings kann man
bei diesen Strukturen eine innere Schicht auch unterscheiden. Das ist natürlich kein straffes Bindegewebe, aber die äußere Schicht entspricht diesem straffen, geflechtartigen Bindegewebe. Das ist zum Beispiel das Perikondrium, das Sie auf diesem Bild sehen. Oder im Auge, Sklera, Kornea, oder in der Küche kennen Sie wahrscheinlich, das ist jetzt ein Hühnerbrust. Und diese weiße Schicht um den Fleisch herum, das ist die Faszie eigentlich, die Muskelhaut. Diese bestehen ebenfalls aus straffen Bindegewebe. Das können Sie auch zu Hause ausprobieren. Das ist gar nicht elastisch und weiß wegen Kollagenfasern. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Mein Gott. Vorlesung. Entschuldigung, etwas ist jetzt passiert. Ich probiere nochmal die Vorlesung zu öffnen. Moment. Wie sehen Sie das jetzt? Ja, ich hoffe. Ist das? Ja, ja, okay, weil ich habe auf etwas ja. Und dann ist es weg. Aber wir müssen noch über das lockere Bindegewebe sprechen. Ja, im Gegensatz zum straffen bilden in diesem Gewebe die Bindegewebsfasern ein lockeres Netz und in diesem Gewebe kommt eigentlich alles vor. Alle Formen von Bindegewebsfasern, darüber habe ich früher auch schon gesprochen. Hier sehen Sie die Kollagenfasern schematisch oder die elastischen und retikuläre Fasern auch. Und auch gemischt die Zellen, ja, ortständige Zellen wie Fettzellen, Fibrozyten, Fibroblasten oder auch mobile Bindegewebszellen. Einige Beispiele wären Mastzellen, Makrophagen, Plasmazellen, also alles Mögliche eigentlich kann in einem lockeren Bindegewebe vorkommen. Was ich aber auch wieder betonen möchte, dass dieses Gewebe unterschiedlich sein kann. Es gibt solche Stellen, wo die Fasern überwiegen und es gibt solche Stellen, wo die Zellen überwiegen. Also das kann sowohl zum zellreichen als auch zur faserreichen Form zugeordnet werden. Und häufig gibt es viele Gefäße in diesem Gewebe. Das Gewebe dient nämlich dazu, Gewebe und Leitungsbahnen liefern oder also Raum für Leitungsbahnen zu schaffen. Auf diesem Bild sehen Sie zuerst diese zellreiche Form von lockerem Bindegewebe. Diesen Schnitt zum Beispiel haben Sie bei hochprismatischen Epithelien gesehen. Das ist das mehrreihige hochprismatische Epithel aus den Atemwegen und unter dem Epithel sehen Sie jetzt das lockere Bindegewebe und viele, viele Zellformen, ja, kommen hier vor. Lymphozyten kann ich Ihnen jetzt zeigen oder Mastzellen, aber gibt es natürlich auch Granulozyten oder auch Fibrozyten, also alle möglichen Zellen, hauptsächlich aber mobile Zellen. Und ja, es gibt natürlich auch etwas Fasern, gemischt, alle Faserformen können vorkommen. Und was aber die Funktion davon ist, dass hier eigentlich die Gefäße zu finden sind, das ich schon erwähnt habe, und immunologische Reaktionen spielen sich auch in diesem Gewebe ab. Und Drüsen können hier auch eingelagert sein in diesem Gewebe. Also dieses Gewebe kommt nämlich sehr typisch unter einem Epithel vor. Ja, das ist eigentlich eine Grundregel. Also wenn Sie ein Epithel, ein Oberflächenepithel haben, kommt unter dem Epithel lockeres Bindegewebe, meistens diese zellreiche Form, vor. Ja? Bindegewebspapillen werden Sie in der Übung auch besprechen. Diese bestehen deshalb auch aus lockerem Bindegewebe. Mit Kapillarschlingen sind sie versehen. Die faserreiche Form kommt meistens tiefer in unseren Präparaten vor, in der Wand der sogenannten Hohlorgane wie im Darm oder Atemwegen oder Harnwegen, aber meistens nicht in der Schleimhaut, also nicht direkt unter dem Epithel, sondern
ein bisschen tiefer und diese bilden Verschiebeschichten häufig. Ja? Also eine Art Füllgewebe ist das. Ja? Kann verschiedene Organe miteinander verbinden. Ja? Also damit wir keine leeren Räume haben und damit die Nachbarorgane oder Nachbarschichten gegeneinander verschoben werden können. Wäre die Funktion davon. Oder in Organen kann man auch ein sogenanntes Stroma sehen, in Parenchymorganen, also wo organspezifische Zellen zu finden sind. Und innerhalb der Organe können wir auch diese faserreiche Form in Form von Stroma sehen. Oder, das ist jetzt Muskelgewebe, Skelettmuskulatur. Und zwischen den Muskelfaserbünden findet man häufig auch dieses lockere, faserreiche Bindegewebe, wo also die Nerven und Gefäße verlaufen können zu dem zum Muskelgewebe in diesem Fall. Ja, und es fehlt nur noch diese letzte Form, die grundsubstanzreiche Form. Und das werden wir schnell erledigen. Es geht nämlich hier um das sogenannte embryonale Bindegewebe. Ja? Wie der Name sagt, kommt dieses Gewebe hauptsächlich während der Entwicklung vor. Und unsere Präparate stammen aus der Nabelschnur, wo wir dieses Gewebe schön sehen werden. Woraus besteht dieses Gewebe? Einmal aus Zellen. Das sind die sogenannten Mesenchymzellen, die wir ganz am Anfang besprochen haben bei Bindegewebszellen. Das sind diese sternförmigen, undifferenzierten Zellen, die sich teilen können und verschiedene andere Zellen können aus diesen Zellen sich differenzieren. Es gibt in kleineren Mengen auch Fasern bzw. eher Fibrillen, feine Kollagenfibrillen oder retikuläre Fasern. Und wenn wir nur wenig, sehr, sehr wenig Fasern haben oder gar keine Fasern haben, dann sprechen wir über die unreife Form von embryonalem Bindegewebe. Das wird auch Mesenchym genannt. Und Mesenchym kommt also typisch im Embryonalleben vor. Also das ist ein undifferenziertes Gewebe, aus dem dann später andere Gewebeformen entstehen können, wie Knochen, Knorpel und andere oder andere Bindegewebsformen. Wenn die Menge der Fasern ein bisschen größer ist, dann spricht man über die reife Form. Das ist das galärtige Bindegewebe und das ist eigentlich, was wir auch in der Nabelschnur haben. Das wird auch Bartonsche Sülze genannt, wegen der Konsistenz. Es geht nämlich darum, dass die Grundsubstanz überwiegt, ja? Sowohl in der unreifen als auch in der reifen Form gibt es sehr, sehr viel Grundsubstanz. Und wir haben über die Grundsubstanz gesagt, dass sie viele Proteoglykane und Glucosaminoglykane enthält, wie zum Beispiel Hyaluronsäure. Und Hyaluronsäure und diese Moleküle, diese Proteoglykane können sehr viel Wasser binden. Und daher ist diese galärtige Konsistenz dieses Gewebes. Und so wird das Gewebe nicht komprimierbar sein, also wie ein Gel quasi. Und wenn wir jetzt, ursprünglich kann das aus Mesoderm oder Ektoderm kommen, darüber sprechen Sie, da hören Sie später in der Embryologie. Ich möchte eher noch die Nabelschnur zeigen. Vielleicht hat jemand das schon auch sowas gesehen. Also das ist eine sehr flexible Struktur mit viel Wasser in dieser Grundsubstanz. Und die Funktion von diesem galärtigen Gewebe ist, dass in der Nabelschnur, dass es die in der Nabelschnur verlaufenden Gefäße schützt vor Abknickung oder Abschnürung. Das sind übrigens die zwei Nabelarterien hier, die Nabelvene. Daher diese typische Form vom Querschnitt. Und die andere wichtige Sache ist, dass dieses Wasser sehr schnell
verschwindet nach der Geburt von dem Nabelschnurstumpf und verhindert die Infektionen. So, ja. Und eine Stelle gibt es aber bei Erwachsenen, wo wir Mesenchym-ähnliches, also dieses Galertgewebe sehen können, und das ist die innerste Zone der Zähne, die sogenannte Zahnpulpa im Cavum dentis bzw. Canalis radicis dentis, so Wurzelkanal. Und dieses Gewebe enthält die Nerven und Gefäße der Zähne. Ja, also das war's für heute über das Bindegewebe, und wir haben damit das Bindegewebe eigentlich beendet, und nächstes Mal kommen schon die Stützgewebe.